So, das sind die Splinte. Kommen so verpackt an. Genau, 50 Stück. 5 mm Splinte. Die sehen sauber aus. Das sind verzinkte Splinte. Von den Maßen her. Ich habe jetzt nicht die DIN im Kopf, aber hier sind es 3,8. Hier sind es 4,6. Also ein bisschen Luft bei 5 mm Splinten, das passt. Jo. So, hier oben hat er dann 9 mm Breite vom Kopf her. Genau. Ist auch sauber. Hier unten kein Grat. Aber Herrgott, das sind Splinte. Länge sagt er 50 mm. Das sind 65. Aber das wird auch garantiert nur bis hier irgendwie gemessen. Oder bis hier. Ja, genau. So, das ist der Abstand. Das wird nach DIN so sein. Hier vom kürzeren Ende, das soll natürlich so sein, das ist kein Fehler. Bis hier in die Beugung rein, die nutzbare Länge, das sind dann 50 mm. Warum ist der eine hier länger? Damit man was zum Umbiegen hat, damit man hier hinterkommt mit der Zange. Also das ist kein Fehler, das soll so sein. Jo, vernünftige Qualität. Alles gut.